Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man Begonien überwintert. Die sind nämlich hier nicht frosthart, jedenfalls die Sorte, die ich habe. Und die meisten sind es auch nicht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Begonien zu überwintern. Man könnte sie jetzt auch ausbuddeln und nur die Knollen überwintern lassen. Entweder man wickelt sie in Zeitungspapier ein oder macht das im Erdreich. Ich mache es eigentlich immer so, dass ich die Begonien hier auch direkt in dem Topf überwintere. Und wie das geht, das möchte ich euch jetzt hier mal im nachfolgenden Video zeigen. So, der erste Schritt ist jetzt, die Begonien erst einmal bis auf gut 2 cm runter zu kürzen. Das heißt, alles, was jetzt noch momentan blüht oder schon verblüht und vertrocknet ist, das muss hier von der Pflanze entfernt werden. Und das mache ich jetzt einfach mittels meiner Schere hier, schneide das einfach ab. So schön sieht die Pflanze jetzt ohnehin auch nicht mehr aus. Ich würde euch auch empfehlen, das Blattgrün so gut wie möglich auch zu entfernen. Lasst da nicht allzu viel dran. Das ist immer ein Ort, wo die Pflanze nachher Schädlinge oder Krankheiten sich einfangen kann. Von daher schneidet es so gut wie möglich runter. Und alles, was hier so ein vertrocknetes Zeug ist, das muss natürlich auch raus. Ich werde es jetzt machen. Die eine Pflanze hier ist schon fast fertig, die zweite auch noch. Dann erzähle ich euch noch ein bisschen was und dann wird die Pflanze auch ins Winterquartier umziehen. So, die Begonien sind jetzt zurückgeschnitten, also ganz gut abgerupft, wie man hier sehen kann. Und im Prinzip sieht man jetzt hier schon die komplette Knolle von der Begonie. Und daraus werden sich aus den Wurzelspitzen nächstes Jahr im Frühjahr dann auch wieder neue Triebe bilden. Holt die Begonie rein, bevor es Frost gibt, weil sie Frost nicht verträgt. Ich mache das immer so im Spätherbst, das ist eigentlich so der ideale Zeitpunkt, um die Begonie dann ins Winterquartier umziehen zu lassen. Ihr braucht die Pflanze jetzt auch nicht mehr düngen und vor allem solltet ihr sie auch nicht mehr jetzt viel gießen. Mein Erdreich, man kann das schon sehen, ist relativ trocken und ja, so ziehen sie jetzt auch ins Winterquartier und das werde ich euch jetzt als nächstes gleich zeigen. Jetzt sind wir hier im Winterquartier. Ich habe mich dafür entschieden, einen Keller zu nehmen. Der Keller sollte maximal 10 Grad warm sein. Ein bisschen Licht sollte auch noch ankommen, aber keine direkte Sonneneinstrahlung. Das Licht, was ihr jetzt seht, ist von der Beleuchtung hier. Ich muss da einfach das Licht auch anmachen, sonst ist es etwas zu dunkel für die Kamera. Ja, aber jetzt heißt es, regelmäßig nach der Pflanze zu gucken. Gebt nicht so viel Wasser dazu, wirklich nur ganz wenig, aber der Wurzelballen oder die Knolle sollte auch niemals komplett austrocknen, aber zu viel Wasser würde natürlich dafür sorgen, dass sie euch verfault. Also hier in der Devise heißt es, weniger ist manchmal etwas mehr. Das gleiche gilt fürs Düngen, da wird eigentlich gar nicht mehr gedüngt, also das braucht ihr auch nicht. Und sollte trotzdem die Pflanze hier irgendwo mal austreiben oder vielleicht sogar noch anfangen zu blühen, weil es vielleicht doch ein bisschen zu warm geworden ist im Keller, schneidet das ruhig zurück. Achtet auch immer mal darauf, ob sich jetzt irgendwo Schädlinge oder Krankheiten einsiedeln hier in eurer Überwinterungsstelle. Wenn ja, solltet ihr die Pflanze vielleicht besser entsorgen, damit es nicht auf andere Pflanzen übergreift. Jetzt ist es so, die Pflanzen werden jetzt hier erstmal bis zum Frühling bleiben. Ich werde sie ab April etwas heller stellen, auch etwas wärmer stellen. So bereite ich die Pflanze dann schon vor. Und wenn es dann frostfrei ist, werde ich die Pflanze auch wieder rausstellen. Und das war es dann auch schon mit dem Video. Wie ihr gesehen habt, ist es gar nicht so schwer, Begonien zu überwintern. Ich habe es schon mehrfach so gemacht, auch mit anderen Pflanzen ähnlich. Viele Pflanzen ähneln sich da auch. Und ja, bei mir hat es bisher immer so gut geklappt. Und achtet halt, wie gesagt, darauf, dass euch hier nichts fault oder schimmelt. Und falls man dann doch nicht mal dran denkt, nach der Pflanze zu gucken, am Anfang macht man es meistens noch öfters. Macht es vielleicht, dass ihr euch irgendwo im Smartphone einen Regeltermin einstellt in eurem Kalender, dass ihr mal so alle 2-3 Wochen nach der Pflanze schaut, wie trocken das Erdreich ist oder ob sich irgendwo was verändert hat, das euch ja zum Handeln auffordern würde. Ja, das war's mit dem Video. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ihr könnt mich alternativ aber auch gerne über Instagram oder Facebook anschreiben, dort bin ich auch aktiv. Die beiden Links habe ich euch unten mal in die Videobeschreibung reingestellt, da könnt ihr auch gerne mal nachschauen oder mich halt, wie gesagt, anschreiben. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir doch bitte mit einem Daumen nach oben. Und wer möchte, kann natürlich auch gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Das Ganze ist auch kostenlos. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!